Hallo meine Lieben, ich bin heute für ein Tag mit einem Tag für euch da. Ich wurde von der Limone getaggt von Rose and Ivy 77. Und ja, ich mache jetzt mal mit und fange auch gleich an. Es geht um den Bist du bibliophil Tag und ihr wisst wahrscheinlich schon, um was es da geht. Deswegen fange ich gleich mal an. Also ich muss halt Antworten auf spezielle Aussagen treffen. Und zwar, du bist nie ohne Buch aus dem Haus. In der Regel ja. In der Regel ja. Aber zurzeit nicht. Weil ich zurzeit einfach nirgendwo hingehe, wo ich ein Buch gebrauchen könnte. Meistens vergesse ich es dann auch. Und in der Regel ja, aber jetzt zurzeit habe ich nicht so oft immer ein Buch mit, weil ich halt jetzt nicht mehr ganz so viel Bahn fahre. Ich fahre jetzt dann doch wieder ein bisschen mehr Auto. Aber ansonsten eigentlich schon. Also, ja. Dein Bücherregal nimmt den größten Teil deines Zimmers ein. Nö. Du teilst dein Bett mit Büchern. Nein. Ich habe meinen Hund, der ist bequemer. Du inhalierst den Geruch von Büchern? Ja. Gibt es Schöneres als... Du streichelst Bücher? Ja. Besonders Shades of Grey habe ich gerne gestreichelt, muss ich ehrlich sagen. Ich fand das schön mit dieser Gummierung. Du kaufst jedes Mal etwas, wenn du in eine Buchhandlung gehst. Jo. Dein Sub ist dreistellig und tendiert zur Vierstelligkeit. In meinem Sub liegen jetzt ca. 90 Bücher. Ja, ist ganz schön viel, hat sich jetzt angesammelt. Also wenn man wieder ein Sub-Video will, ne? 90 Bücher liegen da zurzeit. Das war ja mein zweites Video, was ich gedreht habe mit meinem Sub. Das waren dann vielleicht 20. Aber mittlerweile ist da viel dazugekommen. Du unterhältst dich mit Buchcharakteren. Du gibst im Monat mehr Geld für Bücher als für Lebensmittel aus. Wenn man Sansenau nimmt? Ich glaube ja. Ja, doch. Du bereist die Orte, die in deinen Büchern genannt werden. Wir haben es vor, oder zumindest ich habe es mal vor, wir vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich auf jeden Fall möchte gern mal in die Toskana, weil ich die Bücher von Sabine Tiesler so toll finde, wo ich nur eins von habe, aber weil ich die anderen alle mal aus der Bücherei ausgeliehen hatte. Ja, und da wollen wir mal in die Toskana, nur wegen diesen Büchern. Aber wir sind da noch nicht hin, also... Nein, aber ich habe es vor, zumindest bei diesem Ort. Du hältst Bücher für eine bessere Altersvorsorge als Aktien etc. Nö, sage ich jetzt mal so spontan. Du zeltest am Tag der neuen Bucherscheinung deines Lieblingsautors vor der Buchhandlung deines Vertrauens, um als erster ein Exemplar zu ergattern. Nee. Ich bin da nicht so. Ich krieg das Buch sowieso irgendwie, also. Deine Familie und Freunde wissen nicht mehr, welches Buch sie dir zum Geburtstag schenken sollen, weil du schon alles hast. Nö. Die können ja meine Wunschliste mal sehen. Können sie ja gucken. Nee, also, so schlimm ist es noch nicht. Irgendein Buch habe ich eh noch nicht. Und ich gaukle meine Mutter ja auch immer vor, oder meine Mama. Was ich noch so gerne hätte, und die hat ja auch meine Wunschliste von Amazon, die kann ja immer gucken, deswegen ist das nicht so schwer. Für welche, die jetzt außenstehend sind und nur wissen, dass ich gerne lese, für diese ist es vielleicht ein bisschen schwerer, aber wahrscheinlich, weil die sowieso keine Ahnung haben vom Lesen. Du verbindest mit mindestens ein Viertel deiner Bücher im Regal ein Ereignis
an das du dich gerne zurückerinnerst. Nee, ich weiß nicht, wann ich die. Vielleicht bei ein, zwei Büchern, ja, aber. Ich habe ja auch nicht mehr alle, die ich jemals gelesen habe, von daher. Bei dem Wort Buch wirst du sofort aufmerksam. Ja. Wenn es irgendwo um Bücher geht, dann sind die Antennen ausgefahren. Deine Familie und Freunde wissen nicht mehr, wie du aussiehst, weil du ständig ein Buch vor der Nase hast. Bei meinem Freund könnte das stimmen. Der sieht mich eigentlich sehr, sehr oft mit einem Buch in der Hand. Woraus schließt das jetzt? Ja. Nee, aber meine Familie nicht. Wenn ich da bin, dann habe ich da auch kein Buch vor. Jetzt müsste ich eigentlich jetzt Jein sagen. So, kann man auch 0,5 machen? Ich mache das jetzt einfach mal. Menschen, die Bücher nicht mögen, magst du nicht. Dann hätte ich ja fast keine Freunde mehr. Also ich glaube, 50% meiner Freunde oder sogar noch mehr lesen nicht. Die haben wohl auch kein Interesse dafür. Also ganz wenige. Und mit denen bin ich ja auch ständig in Austausch. Ich habe jetzt auch viele kennengelernt durch meine YouTube-Aktivität und ja, aber nee, wenn ich die Menschen, die keine Bücher mögen, nicht mögen würde, dann hätte ich nicht mehr so viele Freunde und sehr, sehr wichtige Freunde von mir wären dann nicht mit mir befreundet. Die haben dann halt andere Qualitäten. Du gehst auf die Lesung jedes Autors, dessen Buch du im Regal stehen hast. Nee. Ich war noch nie bei einer, doch einmal. Also ich war mal bei einer Lesung, weil ich da halt ich in dem Moment da gearbeitet habe. Und es war eine Jugendautorin, die Katie DiCamillo. Nee, Katie DiCamillo. Das ist eine Kinderbuchautorin. Und bei der, aber von der habe ich nicht ein Buch in meinem Bücherregal, also zählt das nicht. Nein, ich gehe nicht zu jeder Lesung, weil wenn es bei meinem Job mal eine Lesung gibt, dann bin ich da mal dabei. Aber ansonsten reizt mich das jetzt nicht so. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich da mal zu informieren. Und falls mich mal einer mitnimmt, dann vielleicht schon. Aber wenn da, meistens sind es ja dann auch irgendwie mal englische Autoren oft und die verstehe ich sowieso nicht. Und ach, du vergleichst deine Freunde mit Buchcharakteren? Ja, kommt schon mal vor. Ja, würde ich jetzt mal ja sagen. Deine besten Freunde heißen Bertelsmann, Carlsen, Heine, Lux und Co. und heißen alle Verlag mit Nachnamen. Das würde ich jetzt auch mit Jein beantworten. Also zur Zeit schon, weil ich echt einsam bin. Das hört sich bestimmt jetzt so makaber. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe in Berlin nicht so viele jetzt Freunde, denen ich dauernd rumhänge und dauernd sehe. Ich sehe meine Bücher halt doch öfter als meine Freunde und in dem Moment sind meine besten Freunde, zumindest hier in Berlin. Also jein. In meiner Heimat, da gibt es mehr lebende Freunde. Also jein. Dann haben wir ja einmal ja für zwei Fragen. Dein Sub weigert sich vehement dagegen, kleiner zu werden. Ich lese ja größtenteils nur Bücher von meinem Sub. Also sobald ich ein Buch beendet habe, nehme ich eigentlich auch ein Buch von meinem Sub. Außer es kommt jetzt ein Buch rein, was unbedingt jetzt sofort gelesen werden muss. Das ist aber eher seltener der Fall. Von daher, ja, er weigert sich. Du versuchst Buchflatrates mit den Verlagen auszuhandeln. Nein. Du lernst eine neue Sprache, damit du nicht warten musst, bis das Buch endlich auf Deutsch erscheint. Nö. Ich bin sowieso übelst schlecht in Englisch. Also, ich kann schon Englisch, aber da ist jetzt, ich habe das jetzt
weiß nicht, in der Berufsschulzeit war mir das viel zu schwer, weil wenn man von der Realschule kommt, ist das Englisch jetzt halt nicht so übelst toll, wie wenn man jetzt, als wenn man jetzt wie Abitur gemacht hat. Und deswegen, ich brauch das auch nie. So die gängigen Sachen lese ich, aber jetzt so ein ganzes Buch in Englisch lesen, boah, da hätte ich überhaupt keinen Bock zu. Also nein, ich lese alles auf Deutsch. Wenn du einmal ein Buch angefangen hast, legst du es bis zum Schluss nicht mehr weg. Nein, ich lege es weg. Du verleihst keine Bücher, weil du Angst hast, dass jemand deinen Lieblingen Schaden zufügen könnte. Wem soll ich meine Bücher leihen? Ganz ehrlich. Ich habe viele, 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 viele Freunde, die nicht lesen. Die stellen sich mal davor, gucken, ach, was hast du denn Schönes? Hast du die alle gelesen? Und das war's. Also es die Einzige, die ich, denen ich meine Bücher leihe, ist meine Mutti, weil die halt gerne auch mal so Sachen liest, die ich in meinem Bücherregal. Und der vertraue ich auch, du weißt, ich die bringen mir die wieder ordentlich zurück. Aber am Ende, so gesehen, habe ich kein Problem, jemandem mal was auszuleihen. Aber ich wäre dahinter. Ich würde jede Woche oder jede zweite Woche fragen, wann ich es wieder kriege. Und ich würde mir das auch wiederholen. Und, aber es ist noch nie vorgekommen, so richtig, dass ich ihnen was ausgeliehen habe an einem Buch von mir. Nur meine Mutti, und die gibt es mir immer wieder, weil. Warum auch nicht? Da. Also ich verleihe schon, wenn jemand Interesse hätte. Man könnte meinen, du besitzt eine eigene Bücherei oder Buchhandlung. Ja, meine Freunde, die nicht lesen, die denken das oft oder sind der Meinung, du könntest ja deine eigene Bibliothek aufmachen. Ich finde das nick. Nicht nick. Das sage ich oft. Wenn ich ich sage, sage ich oft nick. Nicht. Egal. Wo war ich jetzt? Ja. Die denken, die. Weil die, für diese ist das viele Bücher. Nee, für die sind das viele Bücher. Heute habe ich auch wieder einen Sprachfehler. Boah. Für die sind das viele Bücher. Für mich jetzt nicht. Also, ich finde nicht. Nein. Deine besonderen Schätze bekommen einen Platz in einer gesicherten oder in deiner Vitrine. Nö. Wenn dich dein Partner vor die Wahl stellt, ich oder das Buch, antwortest du, von welchem Buch reden wir denn? Ja. Du verbringst mehr Zeit mit Lesen als mit anderen Dingen. Job, Schlafen, Freunden und Familie. Momentan ja. Du magst keine E-Books? Ja. Ey, bloß nicht so ein Ding. Also ich habe schon zu vielen gesagt. Einzige Sache, warum ich mir ein E-Book kaufen würde, wäre, wenn ich auswandere und so viele Bücher nicht mitnehmen könnte. Dann würde ich mir so ein Ding holen, weil ich brauche ja Lesestoff, wenn ich da wohne. Und wie gesagt, auf Englisch will ich ja nicht lesen. Vielleicht kommt das dann, wenn ich dann die Sprache besser beherrsche. Da muss ich ja. Aber für den Anfang würde ich mir dann wahrscheinlich ein E-Book holen, weil so viele Bücher könnte ich ja nun mal nicht mitnehmen. Da könnte ich mir dann 1000 oder so draufpacken erstmal oder sagen wir mal 200. Ich fahre dann nochmal extra nach Deutschland, um wieder welche neue draufzupacken oder im Internet zu kaufen. Ich weiß ja auch nicht, wie das alles läuft. Kenne mich ja damit ja auch nicht aus. So, das wäre der einzige Grund, warum ich mir ein E-Book anschaffen würde. Ansonsten bleibt mir bloß weg mit den Dingern. Buchverfilmung findest du in der Regel schlecht und hättest es viel besser umgesetzt. Nein. Finde ich nicht schlecht unbedingt. Weil man kann einfach kein Buch mit einem Film vergleichen. Das muss man wirklich trennen. Man kann in einem Film einfach nicht die Gedankengänge und so kleinere Sachen, die einem als Leser vielleicht wichtig sind, aber einfach im Film unnötig erscheinen. Man kann auch kein 1000-Seiten-Buch genau haargenau verfilmen. Das geht einfach nicht. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Ich meine, klar, manche Filme oder manche
Bücher sind echt schlecht verfilmt. Es gibt bestimmt, aber ich trenne das einfach. Ich versuche zwar mir vorzustellen, okay, das hätte ich jetzt in dem Moment zwar gelesen, also das fehlt jetzt irgendwie, aber es stört jetzt nicht in dem Gesamtbild von dem Film. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich rege mich nicht auf, oh, der Film, der war jetzt so schlecht. Das Buch war ja 100-mal besser. Nein, man muss das wirklich trennen. Man muss halt auch sehen, wie ist er gemacht vom Gesamtbild her. Und ach, ich will jetzt gar nicht so weit aufstellen. Also ich finde es nicht immer schlecht. Also nein. Du schreibst ein Buch darüber, wie es mit deinem Buch Liebling weitergeht. Nö. Du besitzt immer noch das Buch, welches du als erstes gelesen hast. Wahrscheinlich. Ich weiß nur nicht, welches es ist. Also, ja, welches ich wirklich als allererstes, ich meine, das war wahrscheinlich meine Lesefibel in der ersten Klasse. Aber ein richtiges Buch, ja, die habe ich nicht. Ich habe ja noch alle Kinderbücher, von mir ist ja noch keins abhanden gekommen. Du kennst dich besser mit der aktuellen Bestsellerliste aus als die meisten Buchhändler oder Händlerinnen. Ich kannte mich mal einigermaßen aus. Ich habe es ja immer vor Augen gehabt, weil ich es immer aufhängen musste in der Bibliothek. Aufhängen muss. Aber nö, kenne mich da nicht mehr aus. Man merkt ja irgendwie, wir essen gerade so. Man merkt das ja dann immer so, wenn die Booktuber oder so Bücher vorstellen, dann kann man, und das viele lesen, dann kann man sich schon denken, der ist bestimmt auf der Bestsellerliste. Ich gucke auch manchmal drauf. Ich gucke auch mal bei Amazon, was ist denn da gerade als Bestseller drin? Ja, aber ansonsten verfolge ich das jetzt nicht. Also nein. Gut, ich zähle jetzt mal durch und melde mich gleich zurück. Für euch ist das jetzt ein Sekundensprung. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Habe mal eine Strichliste gemacht und es sind 12 Ja's, also Sachen, die auf mich zutreffen. Stimmen überein mit mir. Eine Frage hatte ich, oder eine Aussage habe ich ganz vergessen. Das war die, du benutzt Bücher als Kuschelkissen. Habe ich aber auch nein, mit, hätte ich jetzt aber auch mit Nein beantwortet. Also hätte jetzt zu meinem Ergebnis nicht viel mehr beigetragen. Ja, und mit 12 Antworten bin ich halt kritisch. Mein Zustand ist kritisch. Aber du kannst immer noch damit umgehen, wenn du mal kein Buch zur Hand hast. Ja. So, ich habe den Tag jetzt gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer ihn jetzt noch nicht gemacht hat. Ich glaube, Andi hat den schon gemacht. Die üblichen Verdächtigen. Andi, Rosa Staubwolke. Der muss ich jetzt mal schreiben. Die hat auf meinen letzten Tag. Also, die hat mein Video wahrscheinlich dazu gar nicht gesehen. Ich muss die jetzt mal anschreiben. Ich sie getaggt habe und die weiß es gar nicht. Wir hätten den noch nicht gemacht. Wer guckt mich denn immer? Alle, die mich gerne gucken und den noch nicht gemacht haben, müssen den auch machen. Ich habe mich auch dazu durchgerungen. Gut, dann sage ich jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. I only got one life, one life.